Leute, weiter geht's heute mit dem Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim, und zwar auswärts. Ja, es ist nicht mehr allzu lange bis zum Ende der Saison. Und wir haben noch 5 Punkte Rückstand auf die Bayern. Wir haben ja gerade erst United aus dem Pokal, aus der Champions League gekillt. Also jetzt geht's Hoffenheim auswärts, dann Bremen auswärts Pokal und dann geht's gegen Kiel. So, gucken wir auf die Nachrichten eben ganz kurz. Nichts Wichtiges. Doch, Moment, Turnierpreisgeld. Ich will gerne wissen, wie viel. 10,6 Millionen fürs Erreichen des Halbfinals, immerhin. Gut, okay. Es ist nichts weiter passiert. Die Bayern spielen ja noch. Ja, es ist so ein bisschen... Naja, gehen wir rein ins Match. So. Na gut. Auf geht's. Ab geht's. Wir blicken 3 heute Punkte müssen vor allem auf Pierre-Emerick Aubameyang. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sport. So. Na dann, TSG 1890 Hoffenheim zu Gast im Oder und wollen natürlich. Aktuell regnet, aber ja, uns wieder ein bisschen Wanderarbeit. Bitte Nummer 30, 4 Spieltage noch. Ziemlich gut. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Mal schauen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Ja, groß erinnern brauche ich jetzt nichts. War ja erfolgreich, das Spiel gegen United, wo wir da 2-1 gewonnen haben. Ja, wir haben mit 2 Siegen ausgeschaltet, die Roma mit 2 Siegen ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wer jetzt der nächste Gegner, wie gesagt, in der Champions League ist. Habe ich jetzt gerade zufällig gar nicht geguckt. Es kann nur Bayern, Paris oder ich glaube Juve sein. Es kann oder losgehen. Anstoß. Mal sehen, was ist passiert. Mit Real haben wir relativ gute Erfahrungen bisher gemacht, aber die sind ja schon raus. Die haben ja gegen die Bayern verloren, aber da brauchen wir gar nicht drauf achten. Wir werden unser eigenes Ding irgendwie durchziehen und dann hoffen, dass wir einen relativ erfolgreichen. Ganz energischer Einsatz. Einen erfolgreichen Saisonabschluss haben. Titel oder ohne? Wir wissen es doch nicht. So, Jovic. Wie sieht deine Prognose heute zu Pierre-Emerick Aubameyang aus, Buschi? Er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Pierre-Emerick Aubameyang. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Why not? Der Winkel mal versuchen. War knapp. Akpo Guma. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit Augsburg. 1-0. 11 Minuten sind hier gespielt. Das sind nicht die Dortmunder, die haben wir Gott sei Dank geschlagen, aber ich warte eigentlich auf das. Das ist ein vielversprechender Pass.
Geklärt ins Tor. Glück gehabt, dass wir das ja alles der Abpraller nicht weg haben. Wirklich. Jetzt kommt die Ecke. Konter über Leppele. Konter über Leppele. Und jetzt ab die Pass. Wenn der ab den perfekt durchkriegt. Jetzt können sie klären. Hätte sonst Glück gehabt. Da war nämlich doch irgendwie noch einmal mit dran an der Situation. Gute Aktion jetzt. Glück gehabt. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Was wird er hier geben? Wieso pfeifst du gegen uns? Machen Sie gut. Steilpass. Lepperle. 1-0 Bayreuth. Wir haben den ersten Treffer. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie ziehen den Konter perfekt auf und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. So, Ball rollt wieder. Hoffenheim nun also im Rückstand. Im Signal Iduna Park. Also Leppel 1-0, wie gesagt, hat sich jetzt gegen Schelderup durchgesetzt. Alle Infos für uns. Ja, wir haben hier das erste Tor für Augsburg. Der neue Spielstand damit ist 1-1. Ich will das Bayern-Spiel wissen. Ich will nicht, wie wir jetzt gerade wissen, wie die Dortmunder spielen. Die sind weg von uns, aber die Bayern sind mir wichtiger. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen die müssen jetzt mal ihre... Hereingabe auf den langen Pfosten. Weiter gefährlich. Fans können erstmal durchatmen. Luka Jovic. Glück gehabt. Er entscheidet auf Freistoß. Freistoß für uns. Sehr gut. Piri. Jan Fiete ab. Hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ich treffe immer wieder ein bisschen falsche Entscheidung. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Lepperle. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Oh, 2-0. Eglos. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Da setzen sie ihn unter Druck, aber er trifft trotzdem. Stark durchgesetzt, obwohl das gar nicht schlecht verteidigt war. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Jedenfalls. Luka Jovic. Schönes, wichtiges 2-0. Unsere eigene Aufgaben, Hausaufgaben erstmal zu machen hier. Wir werden schauen, was der Gegner macht. Was die Konkurrenz macht. Da wäre Platz für einen Kotter. Ja, aber jetzt sagen, gibt mal einen gelb, Schiri. Dankeschön. Das ist die richtige Entscheidung. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Ja, ist er jetzt immer rausgegangen oder was? Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkt. So, ach, ich habe jetzt nicht auf die Tabelle geachtet. Scheiße. Gibt es da irgendwie normale Informationen? Naja, brauche ich nicht. Schade. Naja, gut. Gehen wir rein. Jetzt, ganz ehrlich, ich möchte erstmal genau da. Der Ball rollt. Wäre schön gewesen, wenn ich mal ein bisschen darauf geachtet hätte, wenn sie Bayern spielen. Wie gesagt, das ist halt das Problem. Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Push. Happy. Und gib ihm über Rote. Jetzt die Flanke. Ja. Sterner muss das 3-0 machen hier. Timing hat nicht gestimmt.
Sterner muss hier eigentlich das dritte machen. Dann ist hier nämlich Ruhe. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Hoffenheim. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und das ist schon klasse. Wie sie so, aus dieser über Jan Vita ab, der aber nichts machen kann, wenn Minks man dazwischen geht. Man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Im Signal Iduna Park passiert was, es ist ein Tor gefallen, im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier jetzt gibt es hier vielleicht Sanchez. Das ich darf nicht passieren, nein, hopp, das war. Was für ein Reflex. So, jetzt möchte ich gerne wechseln, liebe Schiedsrichter. So, aus der Verlies mal rein. War das doch mal glatt? Wechseln wir mal es durch. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich nur 100%ig. Jetzt wechseln sie hier auf. Treffer wechseln sogar. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Sicher und gehalten doppelt. Den Kopfball. Aber das war ja, wie gesagt, das ist einfach mal ein bisschen durchrotieren. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Was wird er hier geben? Mukoko. Abgewehrt vom Torwart. Wenn der Keeper da nicht Weltklasse hält, dann steht es hier 0-3. Ramani. Acuña. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Richtige. Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Ja, Viktor Osimhen ist der Torschütze. Das ist nicht mehr so lange. Dann haben wir bald das Top. Einmal abgezogen und drin war der Ball. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind hier 64 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Konter. Aubameyang, schöner Pass. Konter. Mukoko. Stark gemacht. Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gibt es den... Abwehr kann erstmal durchatmen. Acuña erstmal. Gefährlich jetzt. Ramani. Minks. Glück gehabt. Entschuldigung, dass wir diese Info vom anderen Spiel kurzfristig abbrechen mussten. Der BVB macht also das Tor. Damit führen sie nun mit 2-1. Macht da gut Druck. So, Ecke kommt über... Ball geht über Lemperle. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Naja, war leider am Aus, aber es ist nicht schlimm, es ist nichts passiert, es ist alles gut, man führt hier souverän mit 2-0, hat die 3 Punkte eigentlich und da eigentlich gut dabei. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg, wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Dortmund, neuer Spielstand damit 3-1. Ach, war doch gar nichts. Den Angriff unterbindet er, ich vermute, das gibt Gelb. Und da zeigt er ihm Gelb. Kann man durchaus geben. Er schlägt den Ball raus. Könnte den Konter geben. Moriba. Entschuldigung, dass wir diese Info zum anderen Spiel... Mukoko kann durchgehen. Immer. Tor also. Das könnte die Gelegenheit geben. Gehalten von Perrin. Ball noch im Spiel. Ja, ich wollte ihn noch querlegen. Aufatmen aus dieser Szene wird erstmal nichts. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Pass kommt nicht an. Ah, Aubameyang, gute Idee. Aubameyang, Riesenchance. Da macht er zu, starke Aktion. Weil er eigentlich gegen 3 durchsetzt und dann kann er den Ball nicht abschließen. Ja, es ist halt so, dass wir... Deswegen einfach mal durchrotieren, durchwechseln. Mit Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Doppelwechsel. Nochmal. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Ja, das Thema ist durch. Egal. Wir haben die 3 Punkte. Wie auch immer. 2-0. Auswärtssieg. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen.
sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer. Hoffenheim hat so gut wie nichts auf die Reihe bekommen heute. Sieg dabei raus. Und damit ist dieser Sieg auch ja, am Ende ungefährdet. Wie auch immer. So. So, Interviews wollen wir nicht reinzugehen. Wir haben die Bayern gespielt. 3-2. Das hätte sie kapitzen können, lieber. Ja, gegen Frankfurt haben wir noch verloren mit 3. Ja, Bayern ist halt, glaube ich, diese Saison zu abgezockt. Wir haben aber das Duell noch, das direkte Duell noch. Aber da müssen wir halt definitiv gewinnen. Jetzt ist erstmal D für Pokal. Wir wollen ins Finale und die Chance bietet uns in Bremen.